Ab auf zu Äffel. Wir haben fast 2 Sterne hier in der Kolonie. Ein bisschen brauchen wir noch. Nur noch ein bisschen. Tja. Einmal hier hoch, dann hier hoch. Was da? Dann links in ihr Büro. Hallo. Sobald du das Büro betrittst, kannst du Äffel nicht mehr zur Gruppe hinzufügen. Das ist okay. I have to ask before you go. Why is it that you stick together? Given what's what, we pretty much have to. Considering how everybody attacks us on sight now. At this point, I suppose it just panned out this way. You really think so? That's not really how it looks to me. Well, one thing's for sure. We were sworn enemies once. And yet, we all share the will to live in the now. Before becoming Ouroboros, I never realized. But that common will, it was reason enough to stick together. I see. Not everyone makes the choice to fight willingly. Lance said that you have to. Well, right now, every one of us has to. There's no question it would be better if they didn't. Your journey may have started out of necessity, but now you're pushing forwards towards a common goal. And that might be all we want, and all that we wish the world could be. What we wish it could be. You're heading out as well. As soon as we're done here, I'll make for the castle. What? You forget, I am the commander. We haven't revolted against our nation, so I have to report in. Ethel, are you sure? Oh, don't worry. I'll be leaving you out of it. That's not it. The consul earlier turned Mobius. Were it to... If you mean that monster, I'm well aware of the risk. Then why? Because it's my responsibility to those I command. As for the consul, we can say he died in an accident. And you can't do it remotely? Now that the consul and Flameclaw are both lost to us, I have to make a report, and not over comms. I have to requisition more supplies, too. And what if they fit you with a new clock? I can worry about that then. You're fine with it. Really? Don't get preoccupied with us. Keep to your path. Follow it, wherever it may lead you. Life is short. I suppose. Hey, while we're all still here, one more word of warning. Hmm? The consul was attempting to remove you from the picture. In light of that, you'll likely come up against hostility. But listen, you should keep engagement to a minimum. Kevis or Agnes, that goes for both of them. But if we break their clocks, just like with Colony 4 here, they would be free, wouldn't they? You'd do well to remember not everyone thinks the same as I do, even within this colony. Many still haven't come to accept their new reality. To make things even more fraught, in other colonies, there are those who are more than willing to fight, as you'd expect. So it's no use appealing to their sense of compassion, or hoping they'll treat us fairly, is that it? Yes, precisely. You will change the fate of others just by virtue of coming into contact with them. It's quite the burden. You may not want the responsibility,
A burden, perhaps. All that said, you get embers on your coat, you have to brush them off. If push comes to shove, do not flinch. Do whatever it takes, for the greater good. I wish you all a smooth and fruitful journey. Ouroboros, huh? If only we could have been there as well. Eieiei. Wir sollten die geplante Route noch einmal durchgehen. Unser Ziel ist und bleibt die Schwertmark. Dafür müssen wir erst weiter zur Ribi-Ebene und von dort aus den Weg nach Südosten einschlagen. Diese Route hat uns Ethel vorgeschlagen. So ist es. Sie meinte ja, die Fronten wären dort vergleichsweise stabil. Wissen wir, welche Kolonie die Gegend kontrolliert? Über Ethels Kolonie 4 waren wir noch einigermaßen im Bilde. Aber bei allem, was noch weiter entfernt liegt, sind wir überfragt. Wir sollten auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Mir gefällt überhaupt nicht, wie viele unbekannte Faktoren es dabei gibt. Aber es ist wohl nicht zu vermeiden. Ach, wird schon nichts passieren. Ich hoffe sehr, dass du recht behältst. Einer Kolonie zu begegnen muss nicht unbedingt von Nachteil sein. Hä? Wie jetzt? Egal ob Kevis oder Agnes. Die haben es doch beide auf uns abgesehen. Ja, aber wenn wir ihre Flammenuhr zerstören, können wir sie aus diesem Krieg befreien, genau wie Kolonie 4. Wir müssen es natürlich nicht drauf anlegen, aber wenn es sich so ergibt, wer Glut abbekommt, sollte sie abschütteln. Hm? Ja, im Falle des Falles können wir das natürlich versuchen. Einverstanden. Darüber können wir uns dann im konkreten Fall ja nochmal unterhalten, oder? Da hast du wohl recht. Ja, wir passen uns... Was? Wir passen unser Vorgehen einfach an die entsprechende Situation an. Okay, klingt gut. Wenn die Flammenuhr einer Kolonie zerstört wird, dann ist diese fortan von der Kontrolle des Konsuls befreit. In befreiten Kolonien erhältst du neue Informationen. Alarmstufe? Oh nein. Wenn du eine Kolonie befreist, steigt die Alarmstufe der Nation, zu der sie gehört, hat. Kevis oder Agnes. Die aktuelle Alarmstufe wird im Hauptmenü angezeigt. Je höher die Alarmstufe ist, desto mehr Patrouillen der jeweiligen Nation wirst du beim Herumlaufen begegnen. Okay. Es gibt wieder ein Harmoniediagramm. Oh no. Mithilfe des Harmoniediagramms kannst du überprüfen, wie Koloniebewohner miteinander auskommen. Zeigt darüber hinaus Details zu den einzelnen Personen an. Okay. Gucken wir uns das mal an. Harmoniediagramm. Kolonie 4 ist richtig abgeschottet. Sigma und 9. Die Nopon-Karawanen. Und die haben dann nochmal einzeln Dinger, ne? Oh Gott. Holy shit. Was haben wir denn hier? Collecticon-Karten? Nee. Zeigergeschwindigkeit gesuchte Items. Liste öffnen. Ja. Missionen. Was haben wir denn bei Collecticon-Karten? Oh, wir haben auch neue bekommen. Mhm.
Okay. Liebesring. Wegen der Harmonie wäre das eventuell auch gut, die dann Tatsache mal zu machen, oder? Aber das ist alles Kolonie 9. Kolonie 4 müssten wir halt finden, ne? Und da fehlt halt überall so ein bisschen was. Okay. Meine Nopon-Mütze möchte ich dafür halt noch nicht benutzen. Ich möchte eher aufsparen. Unsere Zugführerin Kukucha ist manchmal etwas langsam, aber ihre Kochkünste sind die besten in Kevis. Silberrang-Niveau. Sie kann noch die erbärmlichsten Zutaten in schmackhafte Gerichte verwandeln. Wenn sie nicht unsere Kantine leiten würde, dann würde Kolonie 4 wohl jeden Tag nichts als ekligen Brei mampfen. Nice. Und Nella? Die Ribi-Ebene ist gewaltig. Wenn ihr zum großen Schwert wollt, solltet ihr erstmal auf den Elsie-Wasserfall zuhalten. Auf den Elsie-Wasserfall? Okay, das merke ich mir. Ah ja, und der Wüste, Dana, solltet ihr euch besser nicht nähern. Die kann verfunkt gefährlich werden. Eine Wüste? Ja, selbst wenn das der friedlichste Ort in Ionios wäre, würde ich da einen Bogen drum machen. bisschen hot, ne? Oh, da hinten haben wir noch mehr... Ah, verdammt. Noch mehr Infos. Lass mal wieder ein bisschen reinlauschen. Schon gehört. Aber ja, schon gehört. Auf den unwirtlichen Hehl treibt sich eine Monsterhorde rum. Da wurde vor kurzem schon jemand angegriffen, oder? Wir müssen unbedingt mal was da unternehmen. Das wird gemacht. Maybach. Die Umstände mögen es erzwungen haben, aber dass die Kommandeurin ausgerechnet jetzt zum Schloss aufbricht. Nein. Mach mir sicher unnötig Sorgen. Ihre Majestät, unsere Königin, ist eine weise und großherzige Persönlichkeit. Genau, mach dir mal keinen Kopf. Ethel weiß, was sie tut. Na, ja, ich bin mir nicht so sicher. Wirkt alles ein bisschen sehr sus. Sus Among Us. Boah, wir können mit so vielen Leuten hier wieder reden. Du bist, ich glaube, eine Frau gewesen, mit den roten Augen auch, ne? Ja. Eigentlich ist Maybach ein guter Assistent, aber manchmal nimmt er die Vorschriften etwas zu genau. Ich wünschte, er würde etwas flexibler werden. Aber wie bringt man jemandem sowas bei? Hm, ich weiß nicht. Red mal eventuell hier mit unserem guten Tyon. Der hat nämlich auch einen Stock im Arsch, der gute Herr. Die 9 ist echt vom Pech verfolgt. Oh, muss in unserer alten Kolonie los. Sie sind von Agnes umzingelt, oder? Dann sollte nicht mehr allzu lange dauern. Oh, oh. Das klingt nicht gut. Müssen wir unserer alten Kolonie eventuell auch helfen, ha? Gehen wir nochmal das ganze Ding wieder hoch. I know, es ist immer viel repetitive Gedöns, aber es ist auch irgendwo wichtig. Vor allem, weil ich das Spiel, also nicht auf 100%, aber ich möchte das schon so gut es geht, alles mitnehmen, was wir so einfach finden können erstmal. Die ist das ein deutsches Wort? Annihilation kann ich aussprechen, aber ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Die Annihilationsereignisse haben die Landschaft in dieser Region stark geprägt. Und niemand weiß, wann das nächste auftritt. Der einzige Vorbote ist der schwarze Nebel, also haltet euch fern, wenn ihr welchen seht. Das ist gut, das wussten wir vorher noch gar nicht, dass der schwarze Nebel diese Ereignisse ankündigt, so ein bisschen. Das ist gut zu wissen. Okay. Im Hinterkopf behalten. Bisher, wenn der schwarze Nebel da ist, war halt einfach nur immer Kommunikation ein bisschen im Arsch. Oh. Verhört bei der Instandsetzung Einheit ist ein Nopon abhanden gekommen. Ich kaum wollte vorhin hier flüchten. Ne? Gott, wir kriegen mal hier viele Nebenquests, ne? Aber das ist gut. Können wir dann alle schön machen für die Kolonie hier.
Wenn ihr nach Cadencia wollt, wo das große Schwert ist, müsst ihr durch das Niltal. Dann immer geradeaus. Merkt euch das. Wenn ihr stattdessen nach rechts abbiegt, gelangt ihr nämlich ins Territorium von Jota? Klingt auf jeden Fall nicht gesund. Werden wir wahrscheinlich trotzdem reingehen, weil, ne, ja. Warum nicht, ne?